Oh, geht los. Es geht los. Für uns schade, für dich geil. Nice Face gegen Flora Loser Semifinals. Okay. Ja. Okay, okay. Ja, ich habe gehört, Nice Face hat sich erstmal vorerst von Link verabschiedet, was ich sehr schade finde. Ja, also er hat mir erzählt, für das Semester oder das Halbjahr, genau. Er hat gesagt, für das Halbjahr spielt er nur Aegis. Ah. Ich habe mir gedacht, für dieses Halbjahr spiele ich mal ZF. Ja. So wie dachte, für dieses Halbjahr spiele ich mal gar nicht. Original 30 Halbjahre spiele ich ZF. Wie viel? Ich weiß nicht, 15 Jahre oder so? Ja, ist schon ein bisschen zu wenig. Ist schon ein bisschen zu wenig. Das ist ja fast wie andere Kollegen von mir studieren, ne? Semester. Mehr. Das ist ein Doktor in CFologie. Ja, Doktor in CF. Oh, die Abi. Fast. Ja, die killt schon fast auf jeden Fall, aber DDD, schwerster Charakter. Er zeigt, was das bedeutet. Oh. Oh, Kopfnuss. Oh, diese Kopfnuss. Drehhammer. Hammer. Hammer. Irgendwie ist das so satisfying, wenn die DD irgendwas trifft, es sei denn, ich spiele gegen ihn. Ja, auf jeden Fall. Dann ist es devastating. Mm. Oh. Oh Gott. Als ob die gleich viele Prozente haben gerade. Oh, mit dem Jab einfach. Das ist aber gefährlich. Da muss man. Der Engel kann dann doch treffen. Geht auch nicht mit jedem Jab, würde ich behaupten. Oh. Aber das weiß ich schon. Oh. Oh, einfach durchgegangen und kein Doppel-K.O. DDD auch bei 188%. Kein Problem für ihn. No problem. Und jetzt Bunk. Bank. Oh, er wollte die Extenden mit der Nair. Schade. Und bekommt die nicht. Okay, jetzt wieder little bitty damage. Little bitty damage. Und jetzt kommt wieder hier super strong. Super strong. Strong hits. Gucken, ob wir nochmal, ja, die B sehen, wollte ich gerade sagen. Ey, super strong hits wie 2000er Playlists. Verstehe ich nicht. Weil es waren voll die super strong hits in der Zeit. Pusse Bobble. Pusse Bobble. Pusse Bobble hits. Oh. Sind nur 29% gerade auf Nice Face drauf. Oha. Auf Nice Face drauf geschmiert. Itachi Live hat mit Prime abonniert. Let's go! Let's go, Itachi! Let's go! Jawohl. 6 von 10. Ihr seid ja richtig crazy. Korrekt. Korrekt, Buddy. Korrekt. Oh, dafür bekomme ich Rahmen. Oh, das kostet auch mehr als ein Abo. Da musst du noch 2-3 Mal rein abonnieren. Oh. Wer ist denn Itachi? Weiß ich nicht. Itachi. Who's the man? Ich sag mal deinen Sag mal deinen Familiennamen, Geburtsort und ja, genau. Zeig mal deine Sozialversicherungsnummer. Brauch einmal deine IBAN, bitte. Frag Skelly, okay. Warst du schon mal hier, oder was? Oh. Bist du geheimnisvoll? Ach, das ist doch bestimmt Jagoda! Ah, okay. Safe. Jago. Dann safe, Ram. Ja, heftig, Digga. Yeah. Guck mal, die ist eine kleine Fuchs, ne? Die abonniert erstmal mit Skellys Geld Twitch und sagt dann, aber ich krieg Rahmen diesmal. Richtig schlau. Ja, und hier, bevor wir es vergessen, es läuft ein Set und es ist knapp. Erstes Match auch noch, ne? Ja. Die Minuten sagen 3-3-3. Okay. Boah, Abtilt. Ist es noch nicht. Oh, das war's. So strong. Heftig, Digga. Was war's? Näher okay. Und dann einfach Gyro, oder wie das Ding heißt, Gordo zurück, ne? Auf Kopf. Ja, was guckt ihr denn gerade so auf Amazon Prime? Was kann man da empfehlen? Also ich fand ja hier Discounters schon lustig. Discounter, heftig. Schon witzig. Discounter. Vor allem, wenn man so aus der Nähe von Hamburg kommt, ne? Discounter ist für alle Norddeutschen Must-See. Ja, safe. Und hier Supernatural. Ganz wichtig. Habe ich schon später drüber geredet. Okay. Guck gerade Sopranos. Ja, es soll heftig sein, ne? Ist aber ganz heftig. Ich habe es noch nie geguckt. Ist halt so ein bisschen ein sehr alter Style, so, aber ich feiere ja seit jeher so diese Gangsterfilme und so. Ich feiere das einfach. Wie viele habe ich davon geguckt? Ich habe echt nicht viele davon geguckt. What, aber einen mit Johnny Depp. Viele gute Gangsterfilme. Ich habe auch vergessen, wie der heißt. Oh oh. Departed. Oh oh. Aber Johnny Depp, das ist Donnie Brasco. Oh, tschüss. Oh. Ja, stimmt. Donnie Brasco. Alter, der war heftig. War das Safe gerade? Nö, oder nö. Eingeatmet? Einfach eingesaugt und runtergespuckt. Oh, ganz schön fies, ey. Gomorra, das kenne ich nicht. Ist das Gomorra Marvel Gomorra oder Gomorra, einfach Gomorra wie Sodom und Gomorra? Gomorra. Ui, einmal in den Rücken gehauen. Fies. Ui, Wirbelsäule. Ok,
Okay. Ja, aber Nice Face holt hier wieder ganz gut auf. Ja, jetzt. Auf jeden Fall. Also für Early Stock, wie muss man auch mental erstmal kraften, ne? Ah. Das macht schon ganz gut Big Damage. Das ist warm. Das ist der Tee. Italienische Mafia. Ach so, Gomorra ist auch so eine Mafia-Serie. Mafia der Mafia. Okay. Oh, Nice Face hier, Stock geholt. Alles klar. Oh, okay. Boah, gefährlich, aber. Muss ein bisschen aufpassen. Oh, jetzt hier die Trap. Er wollte hier direkt mit der Dash Attack. Das war schon fies. 6 von 10. Das meiste ist das schon Losers Final jetzt? Kriegen wir hier schon Losers Semifinal? Nee, Losers Semifinal. Kriegen wir hier schon noch die 10 Subs voll oder wie? Was glaubt ihr? Ja, und die Kopfnuss. Kopfnuss gegen Hinterkopf von großer Ente. Mhm. Oder Pinguin. Wie viele haben wir denn hier? 11 Zuschauer. Ja, aber hier 6 Subs. 6 Subs. Oh! Ja, Leute, wir gucken immer wieder mal in den Chat. Also haut mal gerne ein bisschen was rein hier, wenn ihr Anregungen habt. Oder so, ne? Oder questionen. Nee, ihr könnt uns gerne was questionen. Ihr könnt uns alles questionen, was ihr wollt. Schön. Eine Therapiestunde hier jetzt. Okay. Er hat tatsächlich die B-Kanzler ja aufladen, oder? Oh, guck mal, da geht Nice Face jetzt tatsächlich nochmal in Leads, oder? Ja, das heißt bei DDD halt auch immer so. Ich weiß nicht, der ist halt schon fertig. Ja, bei DDD musst du einfach immer aufpassen, nicht reinzuspringen. Du wirst immer hart gepunished für alles. Oh Gott. Okay. Über Pyra ist immer scary. Okay, gute Situation jetzt hier gerade für. Kommt wieder die B? Ja. Ja, aber das ist dann doch ein bisschen. Okay. Gordo trifft nicht. Gott. Dieser Uptilt einfach. Oh, das geht da durch einfach, ne? Das ist scary. Ja, man weiß nie, ob der Gordo bei dem Ding zurückkommt oder nicht. Es kommt halt einfach so kleine Sachen rein und der Hammer war wichtig. Der Hammer und. Ja, okay. Oh mein Gott, das ist scary. Die Backair ist so stark. Oh, Flora muss jetzt hier irgendwie landen. Da darfst du nicht landen. Noch kein Tor. Zu floaty zum Landen. Und da Gordo trifft 135 zu 174 oder so. Und die Backair schön abgewartet. Der Air Dodge noch. Lebt das einfach. Krasse die Ei gerade von Flora. Oh mein Gott, was für eine Backair war das? Da die Backair. Die war ja so voll. Nice Face stand da so, als hätte er sie nie im Leben erwartet. Ne? Nee, hätte ich ja auch nicht. Eigentlich ist Pyra so scary, da wäre man nicht einfach so rauf. Aber weißt du, das war so dieses Xing Shang Chong Prinzip. Weißt du, du gehst so sehr davon aus, dass der jetzt nicht Stein macht, weil obvious ist, dass er Stein macht und dann macht er aber Stein. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. So dieses doppelte Ding war das. Und da muss man halt noch treffen. Ne? Also die Backair muss man schon auch noch irgendwie perfekt positionen oder time besser gesagt. Aber ich glaube, das hat Nice Face, da hatte er nicht die Sorge, dass das. Das nicht war schon klar, dass das passieren könnte, so, weißt du? Ja. Aber es war so richtig so, das ist zu ballsy, das macht er jetzt nicht. Ja. Weil ich stehe hier mit dem Schild, punische ihn dafür, aber dann macht das doch und er steht da eben noch nicht mit dem Schild. Ja, und dann gerade mit DDD, der halt einfach mehrere Jumps hat. Ja. Da muss man dann immer noch extra lange warten. Muss man extra lange warten, ne, mit Schilden, genau. Da kam auch schnell. Das heißt 1-1 jetzt hier und wir gehen ins nächste Match rein. Flora gleicht aus. Kann sie das hier gegen Nice Face gewinnen? Auf jeden Fall bisher richtig starke Leistung von Flora. Mhm. Auch im Pool schon. Pool einfach gewonnen. Oh, okay. Offstage. Okay, direkt. Ja, Flora hat ersten Platz gewonnen. Ja. Oh! Okay. Oh, das kann passieren. Ist dann, glaube ich, aber relativ früh, ich glaube im zweiten Set dann auch ins Losers und macht jetzt einen Losers Run. Ja, ich weiß gar nicht, gegen Beißel, glaube ich. Musste gegen Beißel und dann. Ja, das stand da erstmal 3-0 Flora, dann stand da 3-0 Beißel. Und es war dann 3-0 Beißel. Oh, okay. Oh, die Nair hat nicht getroffen. Oh. Und das ist so scary, ne? Also, dass es auch so weit oben noch ein Sweet Spot ist. DDD kann das dann. Oh, der Upsmash. Ja, ein Smash von Pyra ist gleich Death. Okay, F-Smash. Aber nur 8% dafür gefressen. Kann man schon mal machen. Heftige Musik auf jeden Fall. Heftige Fahrschule. Ist von Diamond and Pearl. Hast du es gespielt? Nee. Pokémon nicht so, ne? Pokémon war nicht so. Ist, also, ich sag mal, vierte Season
Damals war Pokémon noch crazy. Dritte war ja schon insane einfach und dann kam die vierte und die war auch so heftig eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe einmal Pokémon gespielt damals und das war die gelbe Edition für Game Boy Color oder so. Keine Ahnung. Ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Und dann habe ich irgendwie, hat da Relaxo war mir die ganze Zeit im Weg und ich wusste nicht, wie ich Relaxo aus dem Weg kriege. Dann war ich traumatisiert. Nicht die Pokéflöte gefunden. Nee. Die meisten Leute sind traumatisiert von Zubat. Zubat. Zubat in Höhlen. Okay. Nicht genug Fluchtseile! Ja, ich war traumatized. Traumatized. Das war mein Anfang und Ende von Pokémon. Oh, okay. Oh. Diesmal mit der Fair. Keine Extended Näher Kombos mehr. Okay. Down Air, schön. Ja, also die sind halt immer richtig getimed bei Flora, die Angriffe. Ja, Japanisch auch gut. Ich will mal wieder DNL oder DDD sehen. Der DNL DDD muss mal wieder gegen Beißel spielen, weil DNL gewinnt grundsätzlich gegen Beißel im Turnier mit DDD. Und dann kann Flora copy and pasten. Okay. Das sind eigentlich die Pronouns von Flora. Sie, oder? Ja. Okay. Okay. Wir sehen hier schön. Letzter Stock für Flora. Bekommt auch schon direkt 40% drauf. Boah, und wie easy er da steht und einfach da eine Abzilt reinholzt auf die Bordo. Sehr cool. Sehen wir gerne sowas. Okay. Oh, das könnte killen. Ja. Up er killt. Oh, und wir sehen hier ein bisschen crouchen. Wieder am Start. So. Ah, ich ja genau. Das, oh. Nee. Sprung ist noch dabei. Ja, sehr schön. Aber Scary. Oh mein Gott, so viel Damage auf einmal. Mhm. Fies reingeworfen. Auf wen habt ihr gewettet? Sehr jemanden, der auf Flora gewettet hat, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Auch ein sehr gutes Set. Irgendwie ist heute alles so super knapp. Ja, geht. Aber jetzt so die letzten fortgeschrittenen Top 8 Sets waren schon alle überwiegend auf jeden Fall. Hast du Scorpion gegen Lifted Skull gesehen? Das war noch Pools, ne? Das war irgendwie Entscheidungsmatch oder? Das war crazy. Ja, habe ich ein bisschen was gesehen von. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die WOTS. Ich freue mich tatsächlich drauf, die WOTS zu machen. Eigentlich denke ich immer am Sonntag so, oh nee. Das muss ich noch alles, ja. Ja, ist aber auch echt viel Arbeit, ne? Ja, aber manchmal macht die Arbeit halt auch Spaß. Darauf kommt es an. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall mega schön an dich an der Stelle auch nochmal, dass du das alles so auf dich nimmst. So viel organisatorische Arbeit, so viel Arbeit im Nachhinein. Oh, das hat ihn über. Oh mein Gott! Lebt noch! Ja, er wurde gerade gerettet von dem Hammer oder nee, von dem Gordo gerettet. Oh! Und er lebt immer noch! Das ist 1-1! Auch das, also Gordo hat eben gerade gerettet auf jeden Fall. Aber der Hammer an sich hätte gekillt. So und der F-Tilt reicht diesmal! Safe, das reicht. Damn, son. 2-1 Flora. Okay, Digga. Crazy. Okay, Digga. Ne, und an der Stelle nochmal hier, ne? Geil, dass du das alles so auf dich nimmst. Ja, easy. Die ganze Orga und so, mit den Jungs natürlich auch hier, aber... Ich würde das nicht machen, wenn ich keinen Spaß hätte. Das macht auf jeden Fall Fun. Mega cool. Mega cool von dir. Das ist immer so, ich denke mir so, oh nee, in der Woche kann ich nicht chillen am Wochenende, sondern muss NDZ machen. Und dann kurz vor NDZ denke ich mir so, oh, ich habe eigentlich voll Bock auf NDZ, wo viele Leute da sind. Und dann NDZ wird dann jedes Mal so geil einfach. Ja, Mann. Okay. Es wäre schön, wenn es irgendwie kontinuierlich ein bisschen mehr wachsen würde. Ne? Aber jetzt heute ist natürlich nochmal wieder ein bisschen mehr stacked. Aber ich finde das eigentlich voll okay. Also ich mag es nicht, wenn, weißt du, so ist es überschaubar. Mhm. Man kennt die meisten Leute und man lernt nicht so ultra viele neue auf einmal kennen. Mhm. Und weißt du, man hat ja in der deutschen Community auch schon so viel Chaos gesehen, einfach dadurch, dass es schnell gewachsen ist. Und das brauche ich nicht. Sowas brauche ich nicht. Ja, das muss natürlich auch... So, Wachstum okay, aber nicht so crazy shit, womit ich nicht klarkomme. So. Ja, okay, verstehe ich. Oh, schön. Natürlich trotzdem cool. Man könnte sich ja mal überlegen, vielleicht auch in einer anderen Menü schön. Was Größeres aufzuziehen. Oh, sauber hier. Schöner von Nice Jab. Face, Digga. Crazy. Ja, du meinst so wie Smash Your Underground früher, genau, ne? Genau, irgendwie sowas nochmal. Das wäre auch mal wieder nice. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert wie damals. Aber ist ja demnächst auch nochmal was, oder? Im April oder so. Beziehungsweise nur nochmal was Größeres. Hm? Irgendwas ist da. Ist er? Nicht von mir. Nee, nicht von dir. Arcadia oder wie? Ich weiß nicht, ob überhaupt in Hamburg, aber irgendwo fahren die Jungs hin. Flennel? 20. April, glaube ich sogar.
48. Weiß ich nicht. Ich würde auch mal wieder auf ein Smash-Turnier gern fahren, einfach um zu daddeln. 420. Ich wollte jetzt, 48. Ei! Oh. Ja, Smash. Ja, ich finde auch, du musst mal wieder ein bisschen mitspielen. Ja. Ich spiele ja mal in Doubles mit, macht mir auch voll Spaß, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, ich würde auch gerne mal wieder Singles irgendwann mitspielen. Safe. Ist Arcadia nicht pleite? Ja, ja. Ja, da ist irgendwas passiert, stimmt. Oh. Ja, das ist ganz interessant gewesen, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass E-Sports so ultra viel Geld macht, aber eigentlich war das so ein Spekulationsgeschäft eher so, dass so große Investoren einfach mal so drauf gebettet haben, dass es was Großes wird. Aber die haben viel verloren da dran und so langsam ziehen sich da dann doch ein paar Leute wieder raus. Das war ja bei Arcadia. Arcadia ist ja auch unnormal groß. Arcadia ist ein ganzes Location. Hotel gewesen. Das ist crazy einfach. Und dann ist es halt auch ein bisschen abgelegen. Ja. Und ich glaube, das ist schon beides so eine Kombi. Okay, Flora hier auf dem letzten Stock. Aber führt natürlich auch 2-1. Das heißt, kann hier nochmal ein jahrtausendlanges Set werden. Ja, hoffentlich. Ja, natürlich. Okay. Down Smash, ja. Safe, aber kein Follow-up. Gute Option hier von Nice Face, einfach nochmal aufzustehen. Bloß keine Rolle, keine Panic Roll. Okay. Der Gordo ist immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Mhm. Oh, direkt mit F-Smash. Und die Rolle gepunished. Lol. Okay, fies. Okay, nach dem WoW World's First War GG. Mhm. Ja, also kann sein. Okay. Ich habe so gar nichts von. Ich hatte nie was zu tun mit WoW. Nee, Bro, irgendwie auch nicht. Wir haben noch mal kurz so was Ähnliches gezockt. Wie hieß das? Oh, Shaya, du meinst Shaya. Kennt das jemand? Kennt jemand von euch Shaya? Nie. Shaya war so ein Game, das man Tag und Nacht gesuchtet hat für straight up 2 Wochen. Ja, es war so auch meine erste MMORPG. Kennst du? Oha. Oha, okay. Erfahrung und ja. Ich habe mein erstes Geld. Während ich in der Schule war, habe ich irgendwie so einen kleinen Job gemacht und dafür 200 Euro bekommen. Habe ich alles in Shaya gesetzt und danach direkt aufgehört zu spielen. Oha, ja. Echt? So macht man, so macht man erst Erfahrung mit sowas und dann macht man es nicht wieder. So lernt man dazu. Ja, ich habe immer die Finger gelassen von solchen Sachen, auch vom Pillow und alles. Ja, Spielo. Außer Pokern, das macht man ab und zu mal mit den Leuten. Ja, das macht ja auch Spaß, wenigstens. Ja, das macht ja auch Spaß. Das ist nicht ganz so. So, also wir sind hier in Game Nummer 5 im User Semifinals. Es geht hier um alles. Wer das hier gewinnt, bekommt Payout auch. Payout. Oh. Pay money. Swear. Ja, der bekommt die Riches. Bekommt das Green. Swear. Das OG Dinero. Ja. Heftige Kati Adlibs. Swear. Ja, ich kenne. Playboy Cardi. Das ist auch ein heftiges Ende von ihm. Okay, aber ja, die beiden sind auf jeden Fall ziemlich gleich auf. Mhm. Gerade. Jetzt gerade aber auf jeden Fall gute Situation. Oh ja, okay. Da auf jeden Fall schlau, da den Gordo-Hit zu nehmen, statt komplett den Hammer. Aber besser gar nicht. Oh, was war das? Was war das? Oh, hast du gesehen, wie DDD gerade lag da? Up-Tilt. Das ist so heftig, wie er liegt, wenn man so duckt sich, ne? 200 Euro sind Peanuts. Oh, Digga, ich will gar nicht wissen, was du da schon reingesteckt hast in den WoW. Ja, hier. Ja, genau. Das musste man ja immer abonnieren, ne? WoW. Das finde ich auch so geil, ehrlich gesagt, bei Smash, ne? Deswegen ist Smash auch so das einzige Game, das ich seit jeher gerne zocke. Weil es gibt einfach nicht so dieses Leveln und so. Du kannst dich nur selber leveln, indem du besser wirst. Das feiere ich einfach. Ja, ich mag beides. Also ich mag RPGs, ich mag aber auch Smash so. Hat halt keine Story und sowas, aber es macht halt einfach Spaß. Ja, ich bin eher so Wie macht er das mit den Jabs? No way. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber ist das so ein Pyra-Ding? Ich glaube nicht. Also er macht das einfach, er hat ein echt gutes Timing. Spielt er Schlagzeug oder was? Spielt er Schlagzeug, Digga. Für das Timing. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit CF-Jab den zurückwerfen kann, oder? Ja, also wenn ich das mit Yoshi probieren würde, dann wird das so 20%, 30% der Zeit klappen. Okay. Ja, allgemein hat Nice Face einfach heftiges Timing, was alles Mögliche angeht. Okay, wieder eine Trap. Schön. Schön rausgekommen. Okay. Nice Option. Ja. Oh mein Gott. Ja, und die alles gleichzeitig. Back, okay, also hier jetzt eine Lead für Nice Face.
Mal schauen, ob er die auch halten kann hier gerade gegen DDD. Und die Appel und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Und nur noch ein sehr, sehr Team kleiner Team Rocket schoss in den Ofen und los geht's. Ein sehr kurzer letzter Stock. Lied. Sehr kurzes Lied für Nice Face. Ja. Nice Face. Das war's. Okay. Nice Face ist so, du siehst den Namen im Bracket, oder so war es bei mir auf jeden Fall, du siehst den Namen im Bracket. So ein neuer Name, du siehst in so einem Bracket, musst direkt schmunzeln. Ist ein guter Name. Ist ein guter Name, oder? Nice oh. Face. Ja. Nice Face. Nice Face. Oh. Oh. Und jetzt geht's hier um alles gerade, ne? Letztes Stock, beides, eigentlich even. Kann man oh, fast sagen. Back Air. Oh, jetzt schönes Momentum jetzt hier gerade. Up Air. Up Air. Und jetzt sind wir oh, der Jump ist weg. Oh. Der Jump ist weg. Oh, scary. Okay, kommt trotzdem einfach schnelle Landung oh, einfach. Und da wollte er irgendwie Down Air, Up Smash oh oder sowas machen. Was ist oh, das für ein Momentum? Oh, wirklich gepunished. Komisch, warum? Warum kein Gordo? Warum kein Hammer? Ich glaube, das war ein Bait. Oder einfach ein Missklick. Oh, oh. Oh, oh, die Backer! Oh, 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 oh,